Bilder kennen Sie sicherlich. Er hat immer Unterstützung dabei. Der kleine Leighton Hewitt, den wir hier sehen. Das wurde eben erwähnt und das ist ihm sicherlich aufgefallen. Der Zopf hinten fehlt. Der Zopf ist ab, aber die Leistungskurve geht wieder nach oben bei Hewitt. Und da haben wir Andrew Illy im Champions Race, derzeit 42. Krasser Außenseiter hier, muss man sagen. Das sind zwei Welten, die ja aufeinandertreffen. Auf der anderen Seite der Superstar und dann er hier ebenfalls ein Australier. Wurde auch lange gefördert vom australischen Tennisverband. Hat noch nicht mal einen Bekleidungsvertrag. Schläger bekommt er, Seiten normalerweise auch. Die sollten vor dem Turnier von Rom nach Europa geschickt werden. Gingen unterwegs verloren. Er hat sie vor dem Turnier von Hamburg endlich bekommen über den großen, großen Umweg. Also das sind so die kleinen Sorgen eines Mannes, der sich, und das ist kein Witz, zehnmal überlegen muss, ob er sich einen Coach leisten kann. Die Sorgen hat er hier auf keinen Fall, Leighton Hewitt. So, Illy hat die Wahl gewonnen, hat sich für Aufschlag entschieden und wird diese Partie beginnen. Schon mal gesehen, was in ihm steckt. Und eine Sache, die sein derzeitiger Betreuer und auch Coach, darf man sagen, Günther Bosch, ihm vor allen Dingen beibringen will, diese Geduld, denn er ist normalerweise einer, der auf jeden Ball mit Full Speed geht und dabei auch zu viele Fehler macht. Das meine ich. Gute Vorhand gespielt, volles Tempo, dann lässt er sich zu sehr leiten. Und den nächsten gleich drauf. Ergebnis haben Sie gesehen. Taktik ist ganz klar, er kennt ihn natürlich gut aus vielen, vielen Trainingseinheiten, den Andrew Illy. Er wird versuchen, den Ball lang im Spiel zu halten, denn die Fehlerquote wird bei Illy wesentlich höher sein. Schauen Sie sich in diese Augen mal exakt hinein.
Also, die 1:0-Führung für den Australier, kann man sagen, war eigentlich auch vorgesehen in Brasilien übrigens, um zu spielen. Aber da wurde ihm gesagt, zum Einsatz kommst du nicht. Da haben wir Fromberg, der ist, steht zwar weit hinter dir in der Weltrangliste, genauso wie Wayne Arthurs, aber die beiden haben mehr Erfahrung. Da hat sich Andrew Ely gesagt, also wenn das so ist, wenn ich eh nicht spiele, dann verzichtet mal schön auf mich und hat also dieses große Event, diesen Davis Cup in Brasilien, tatsächlich abgesagt. Drei Punkte von Hewitt führten dazu, dass die Aussies in der Höhle des Löwen tatsächlich triumphierten. So, zum ersten Mal also jetzt die Nummer 5 im Champions Race beim Aufschlag. Gute Länge beim Return und er hat unfassbar viel Kraft. Günter Bosch hat uns erzählt, dass ein Problem vor allen Dingen da ist, dass er sich so reinsteigert in eine Partie, dass er danach auch mental völlig erledigt ist. Also er hat nicht die Phase, wo er ein bisschen ökonomisch spielt, auch im Verlauf eines Turniers. Der war nur völlig daneben.
Gut macht mit. Kleiner Wettbewerb hier. Wahnsinniges Tempo hier bei diesem Ballwechsel. Schon eine kleinere Aufgabe für den 20-Jährigen aus Adelaide, der dort ja geboren wurde, nach wie vor dort lebt. Absoluter Shootingstar der vergangenen Saison und hat es ja angesprochen, er brauchte einfach eine Pause nach dem Davis Cup und gut in der heutigen hat, dass er sich die auch genommen hat. Genau das, was Günther Bosch von ihm sehen will. Und da gab es jetzt auch einen Blickkontakt. Er soll versuchen, auch mal das Tempo zu variieren. Und das führt auch zu Fehlern bei einem solchen Weltklasse-Mann wie Leighton Hewitt. Das gleiche Tempowechsel an Fehler Hewitt. Das ist ein besonderes Spiel hier, auch von der psychischen Anspannung. Also, wenn das einigermaßen ausgeglichen bleibt, dann haben wir da noch einiges zu erwarten. Übrigens, Sie sollten sich mal einen gepflegten Blick auf den rechten Unterarm von Illy gönnen. Das erinnert an einen Guillermo Vilas. Einige behaupten, es sollte mal ein Oberschenkel werden. Er hat das beherzigt, was er vorhat in diesem Spiel. Da kommt nochmal der Blick zu Günther Bosch. Andrew Illy geht also mit 2:1 in Führung. Ja, dieser Mann, der hat eine abenteuerliche Geschichte hinter sich. Im Alter von 10 Jahren wanderte die Familie aus, zunächst nach Linz in Österreich. 5 Jahre zuvor war der Antrag auf Auswanderung aus seinem Heimatland, denn er ist ja in Bukarest geboren, gestellt worden. Und dann war er wie ein Geächteter. Sie müssen sich vorstellen, der war ein Talent in der Jugend. Der durfte die ganze Zeit, während dieser Ausreiseantrag lief, auf keinen Tennisplatz in seinem Heimatland. Das heißt, er hat in seiner Jugend, und das ist kein Scherz, nur gegen die Wand gespielt. Überhaupt keinen Tennisplatz gesehen. Und dann, wie gesagt, mit 10 Jahren nach Linz, dann hat man sich umgeschaut, wo können wir hinziehen. Dann ging es nach Australien, da war er in der Förderung, hat mit Leuten wie Philippoussis oder Elwood, vielleicht sagt Ihnen der Name auch etwas, in einer Trainingsgruppe gespielt. Tja, und jetzt ist er so weit, dass er zumindest leben kann von dem, was er verdient, in diesem Jahr schon gut 250.000 Mark. Also das ist schon eine ganz besondere Geschichte, ein Einzelkämpfer. Und vor Rom hat er Günther Bosch angerufen, der ihn ja damals entdeckte, aber ihn nicht mehr weiter fördern konnte, weil der Sponsor abgesprungen war und Günther Bosch bis zu 60.000 Dollar selbst bezahlt hat, aus eigener Tasche, um ihn zu fördern. Also den hat er angerufen, hat gesagt, hilf mir Günther. Und er tut's auch, sozusagen ehrenamtlich jetzt die Zusammenarbeit. Interessante Geschichte, wie ich finde. Hewitt serviert 1-2, der Rückstand.
Diese Schläge meine ich. Das alte Problem, das mit dem Rhythmuswechsel versucht er immer wieder. Aber dann diese, naja, sagen wir mal, leichten Unbeherrschtheiten, war schon zu Juniorenzeiten so. Verschätzt, dachte der Aufschlag wäre zu lang gewesen. Richtig von Steve Ulrich da zu overrulen, der war seitlich im Aus. Da gibt es wenig Diskussion. Vornamen
walisischer Herkunft. Das Break in Führung hat er also. Und jetzt seht ihr. Fehler bei Hewitt, der immer wieder fast hilfesuchend da zum Coach schaut. Breakball für Idi. Aber Glück. Also Rhythmus hat er noch lange nicht. Wird jetzt dahin gehen. Wenn Hewitt sich so sicher ist, dann nehme ich an, dann war er auch aus. So ist es.
muss sagen, doch mit viel Mühe, hat einfach die Konstanz noch nicht gefunden. Und ist auch sehr, sehr unzufrieden, das zu Recht. Es ist übrigens unglaublich kalt auf dem Court. Zu viel. Das sind die Fehler, die ihn zwar, na sagen wir mal, halten unter den Top 50, Top 60, aber die auch dazu führen, dass er nie weiter richtig ausbricht nach vorne. War schon mal Top 40 im Mai des letzten Jahres. Illy. Wir werden mal schauen, denn das ist ein großer Unterschied, wie sich beide verhalten beim Return. Zunächst Leighton Hewitt, es geht nur darum, die Ausgangsposition zu finden. Was er immer macht, er zupft an den Seiten, genauso wie an seinem Hemd. Das macht er vor jedem Return, Hose ist natürlich auch beteiligt. Und dann macht er so einen Buckel, wie früher Buster Mottram, auch dieses in die Finger pusten, was man von Björn Borg kennt, immer wieder. Und das ist seine Ausgangsstellung. Und jetzt schauen Sie mal, wie gleich der andere Kollege, nämlich Andrew Illy, vor sich geht. Diese leicht nach vorn gebückte Stellung ist eigentlich normal. Er steht dagegen fast aufrecht, nimmt den Schläger nach oben. Auch das eine ganz spezielle Eigenart. Und da sind doch große Unterschiede zwischen beiden zu erkennen. Zudem steht Illy, das sehen wir hier, ein bisschen weiter weg. Aber dieses aufrechte Stehen, das ist schon sehr, sehr auffällig. Leider auch sehr viele Fehler in der letzten Zeit, auch das ist auffällig bei dem Australier, dessen Eltern ja beide Ingenieure waren in der Heimat. Und wie gesagt, es war zu Beginn eine richtig schwere Zeit, zu Beginn nach dem Auswandern nach Australien. 5-2, Hewitt serviert zum Satzgewinn. Vorbereitungsschlag, geht ans Netz und spielt den Volley. Tja, alles andere als in Platznähe. Das ist jetzt zu leicht für Hewitt. Oh.
führt natürlich auch dazu, dass ein Mann wie Hewitt keinen Rhythmus findet, denn entweder es schlägt ein, dann plötzlich kommt mal wieder ein langsamerer, oder er schaut sich einen von den mittlerweile 17 Fehlern an, die der Gegner produziert hat. Sachen, die gibt's gar nicht, diese Schläge. Das war wie auf dem Tablett da. Das sind die zwei Gesichter des Andrew Illy. Man hat das Gefühl, er spielt ab und an auch gegen sich selbst. Zwei Satzbälle. Hewitt. Der erste Satz geht also mit 6:2 nach 32 Minuten an Hewitt. Jetzt kann man nicht sagen, dass der in Bestform spielt. Der muss einfach momentan nichts mehr tun. So, wir nutzen die Gelegenheit und machen uns mal auf Promisuche. Michaela Sachenbacher hat einen ziemlich schlaggewaltigen getroffen. Axel, Nikola Kiefer hat leider verloren, aber es war schon ein spannendes Match, ne? Spannend nicht so wirklich, weil ich glaube, Nicolas hat viele Fehler gemacht und der Franzose war einfach stark. Also der hat wirklich ein konstantes Spiel hingelegt und hat Nicolas mit den hohen Bällen, für mich, ich bin Amateur, gezwungen, die Fehler einzugehen und sehr viele Fehler eben hat gerade ins Netz geschlagen oder sehr viele Bälle ins Netz geschlagen. Das war, glaube ich, mit der ausschlaggebende Punkt für meine Begriffe, wenn ich so als Amateur mal was sagen darf zum Tennis. Das war eine perfekte Analyse, da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Sie spielen ja selber Tennis. Wenn Sie jetzt gegen Santoro hätten spielen müssen, hätten Sie ihn einfach umgehauen, weil da wird man ja wahnsinnig, wenn man gegen so jemand spielt. Er hat tierisch, also er hat eine wahnsinnige Grundschnelligkeit und das macht, glaube ich, auch sein Spiel aus. Also, und er bereitet die Schläge vor, macht ein konstantes Spiel, aber durch die Schnelligkeit holt er wirklich Bälle, da wäre ich wahrscheinlich rübergesprungen, hätten wir ab und zu ins Bein gebissen oder zumindest festgehalten, Boxen nicht mehr. Weil er hat einen Schläger, den hätte er mir auch rüberhauen können. Aber er hat wirklich eine unheimliche Schnelligkeit rangelegt. Wir wollen jetzt natürlich nicht nur über das Tennis reden. Was macht Ihre Fernsehkarriere? Ich bin eigentlich zufrieden. Also im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich arbeite ja auch als Schauspieler viel. Also erstmal für Premiere World als Experte bei den großen Boxkämpfen dabei, als All-Star im Team mit. Deswegen auch auf anderen Veranstaltungen mal. Und andersrum noch als Schauspieler arbeite ich. Ich habe jetzt 12 Filme abgedreht, wo ich mehr oder weniger große Rollen gespielt habe. Es macht sehr viel Spaß und es ist einfach eine tolle Arbeit. Aber beim Boxen haben Sie auch noch ein bisschen ein Auge drauf. Was ist denn da jetzt los im Moment? Kriegen die Klitschkos jetzt irgendwann mal einen großen Kampf oder wir sind total durcheinander? Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, dadurch, dass der Rockman gegen Lewis gewonnen hat. Jetzt machen sie erstmal den Rockman gegen Comic Light drauf. Und ach, gegen Nelson, gegen den Dänen. Also nicht so ein spannender Kampf, denke ich mal. Dann wollen sie machen den Sieger dagegen wieder gegen Tyson. Dann denke ich mal, dass Tyson, also da wird Tyson gewinnen, dann ist Tyson Weltmeister. Was für einen Boxsport sicherlich gut ist, weil Tyson zieht einfach, Tyson hat den größten Namen. Dann werden sie sicherlich den Kampf machen, Tyson gegen Lewis. Und dann könnte irgendwann der Kampf kommen, der Sieger Tyson Lewis gegen Klitschko. Gegen einen der Klitschko, ich denke gegen Wladimir. Und das wird alles leider noch eine Weile dauern, dadurch, dass der Rockman jetzt gegen Lewis gewonnen hatte und wird sich alles noch ein bisschen nach hinten verschieben für Klitschko. Ja, da treffen wir uns halt in ein paar Jahren wieder. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wünsche einen schönen Tag noch. Ja, danke. Tschüss. So, ich habe die 42 Namen mitstenografiert, also das war ja wirklich wie aus der Pistole geschossen. Wir sind inzwischen im zweiten Durchgang, zu Beginn haben nicht viel verpasst, also 15:0, Sie sehen sie eingeblendet für Illy.
weiter. Unglaublich, was diese Illy da auch weit oben für eine Kraft entwickelt beim Rückhandcross. Dieses Geduldsspiel von eben, nur das hilft ihm weiter. Gepaart auch mit Risiko, aber nicht nur Risiko. Spiel Illy. Er macht das Spiel. Dieses erste im zweiten Durchgang wollte sich schon hinsetzen, darf er aber nicht, ist klar. Wie gesagt, eigentlich auf der Suche nach Sponsoren, der Sponsor, über den ich gesprochen habe, zu Anfangszeiten, der ihm geholfen hat, so einer Trainingsgruppe mit einem weiteren Spieler namens Moldovan und Dino Pescario, an den erinnern Sie sich vielleicht noch, hat in München mal ganz auffällig gespielt. Das war der Turnierdirektor von Bukarest, der die Jungs unterstützt hat. Mittlerweile ist das aber auch eine eigene Geschichte. Der sitzt nämlich, glaube ich, ein in der Schweiz. Also hat ein bisschen Pech gehabt, Andrew Illy. Der ist so schwer. Man möchte es ihm manchmal zuschreien, Junge, anhalten. Übrigens so auffällig und extrovertiert, der Mann hier auf dem Platz ist, so ruhig, bescheiden und höflich ist er auch außerhalb des Platzes. Richtig netter. Gute Länge von Hewitt, der ja jedes Tempo mitgehen kann und der sich so langsam, aber sicher auch an Illy, mit dem er schon ein paar Mal trainiert hat, gewöhnt. Unglaubliche Rückhand.
geht doch, will er da sagen. Aber fast doppelt so viele Fehler aus unbedrängten Situationen mittlerweile als der Gegner. Das ist die andere Seite. Spiel geht an den Geduldigeren, der jetzt wahrscheinlich seinen Schläger wechseln wird. Er hat sich auch eben noch einmal verständigt mit dem Coach. So, jetzt wechselt er das Racket. Auch der ist frisch verpackt. Wie gesagt, es ist auch im Verlaufe des Tages kühler geworden und das bedeutet normalerweise, dass es auch durchaus wahrscheinlich ist, wenn man lange warten muss, dass man in der Beseitigungshärte noch ein bisschen was ändert. Sprich, wenn es kühl wird, geht man auch ein wenig runter mit der Bespannung. Eins beide. Nachgehen. Für die Zuschauer, aber es bringt ihm einfach nichts. Was nutzen ihm zwei, drei Weltklasse-Schläge, wenn er das Ganze nicht beendet, wenn er das nicht clever zumacht? Das war ein ganz typischer Andrew Illy. Der Fehler von ihm. Fast doppelt so viel auf der Rück im Vergleich zur Vorhand. Es gibt auf der Tour eigentlich keinen, der so beschleunigen kann wie Illy aus dem Nichts heraus. Aber es gibt viele, die das wesentlich cleverer machen. Schon als 15-Jähriger
Starterqualifikant war bei den Australian Open, der ein Jahr später, da war er 16, Ende 16 muss man sagen, mit 16 Jahren und 10 Monaten, sein erstes Turnier gewann in Adelaide, unter anderem gegen Agassi. Davor hatte er noch nicht ein Match auf der Tour gewonnen. Unglaublich. So, und Illy wickelt sein Griffband neu, vielmehr hat er auch den Schläger jetzt ausgetauscht. Schauen Sie mal, so schnell geht das. Übrigens gar nicht unentscheidend, in welche Richtung man das wickelt. Ja, und er hadert dann nochmal so ein bisschen mit dem Schicksal, wie knapp doch da seine Schläge waren, aber er sollte sich mal nach diesen 46 Minuten die Statistik angucken, und mit Günter Bosch wird er das tun. Er wird nach diesem Turnier, und man kann eigentlich davon ausgehen, dass es eventuell das Ende ist. Macht nicht kompliziert, spiel Tennis hier, sagt er sich, ja, da. Ich komme. Nochmal kurz zum Schiedsrichter, mal sehen, ob er auch in dieser Partie zurückkommt. Also Günter Bosch und er werden sich zusammensetzen nach diesem Turnier. Ich gehe mal davon aus, nach diesem Spiel, das sage ich mit Vorbehalt. Vielleicht kriegt das ja auf die Reihe. Aber wir haben eben zuhören dürfen und erkannt, er weiß, worum es geht, nur das Ganze auch umsetzen. Im Training hat er das schon ganz schön gut gemacht. Seit Mittwoch vor dem Turnier ist Illy bereits hier. Aber hier haben wir das bisher zu selten gesehen. Aber Hewitt ist auch ein starkes Kaliber, keine Frage. Ausgangsposition kann er nicht haben, bei 0,15. In Anführungszeichen, den muss er nur noch reinschieben. Probieren dann mit dem nächsten Schlag den Punkt zu machen, aber ein weiterer Fehler. Gewaltigen Unterarm. Und ein Entertainer ist er sowieso. Nochmal. 15:40. Und die Zuschauer zieht er auf jeden Fall langsam auf seine Seite. Zu klar der erste Durchgang für Hewitt. War auch kein gutes Tennis. Zwischendurch so, als müsste er ständig niesen. Also für Unterhaltung sorgt er allemal. Aber
aber der Rückhandcross war aus. Eine Breakchance hat er noch, Andrew Illy. Er ist übrigens schon im 7. Jahr Profi, also schon lange dabei. Ging sehr, sehr früh diesen Weg, schon mit 17. Drin in diesem zweiten Durchgang. Mal sehen, was er draus macht. Auch aus diesem Faust fand, dass die Zuschauer durchaus auch auf seiner Seite sind. Ja. Typisch. Das haben wir jetzt schon 29 Mal gesehen. In 53 Minuten. Pusht er sich aber auf. Sie haben das sicherlich mitbekommen, zwischendurch schon auf dem Hosenboden. Zack. Und gleich weiter. Ein unfassbarer Athlet, wie schnell das ging. Hewitt zeigt Wirkung. Ja, nicht zu verlieren hier. Hewitt ist eigentlich der klar bessere Spieler, auch der Favorit. Und das ist, wenn er es vom Plan her einigermaßen auf die Reihe bekommt, auch eine interessante Aufgabe. Er kann frei aufspielen, aber nicht unüberlegt. Neue.
Break-Chance. Stewart hat erst 3 gehabt. Billy schon 9. Es ist nicht zu fassen mit diesem Andrew Illy. Da begeistert er wirklich die Zuschauer, die werden richtig warm. Er zieht sie auf seine Seite und dann führt er 40-15 und macht einfach mehrere Male hintereinander etwas, was man nicht machen kann, wenn man gegen einen wie Leighton Hewitt eine Überraschung schaffen will. Ja, Hewitt, ein Heißsporn. Vielleicht kennen Sie die Geschichten, dass er sich zu Beginn seiner Karriere auch angelegt hat mit den heimischen Fans, teilweise bei Siegerehrungen ganz massiv gesagt hat, ihr habt eh keine Ahnung. Tja, und Hewitt, wenn man die Setzliste anschaut, ist einer von 2 Verbliebenen. 14 der 16 Gesetzten sind draußen. Die Setzliste, die ja aus dem sogenannten Entry System resultiert, also der Rangliste, die über den gesamten Verlauf eines Jahres Rückschlüsse gibt. Und er wird wohl auch diese Runde überstehen, wenn bei Illy nicht doch noch die Einsicht kommt, es mit dem Rezept zu versuchen, was ihm der Coach immer wieder empfiehlt. Ja, das ist Darren Cahill, hat übrigens einen Nightclub in Adelaide, da ist sein Schützling. Ich will nicht sagen Dauergast, aber wenn er zu Hause ist, dann kommt er vorbei im Planet Nightclub in Adelaide. Gern gesehener Gast, wie gesagt, die beiden verbindet eine richtig enge Freundschaft. Hewitt wieder Break vor. Plötzlich wieder die andere Seite aus und der Gruß nach dem guten Schlag, den Mats Wilander berühmt gemacht hat. Unfassbar. Genau das meine ich. Das hier. Von Hewitt versetzen. Der kann oft nur zuschauen, nur hoffen, dass der Ball ins Aus geht, denn wenn er sitzt, dann kommt er eh nicht dran. Das ist auch wahrhaft undankbar, gegen einen solchen wie Illy zu spielen.
zu lang. Nochmal Vorteil. Man muss sich mal vorstellen, bei 2-2, eigener Aufschlag 40-15. Er verliert das Spiel, jetzt schon wieder 0-40, noch ein Breakball. Er muss die Chancen jetzt einfach mal nutzen. Spielen kann. Es gibt einige, die können's. Sehr stark von Hewitt. Wieder dieser Wille. Ganz konzentriert. Und dann der Kontakt zu Cahill und auch zu seinen Eltern. Thank you.
Spiel geht an Leighton Hewitt, der genau weiß, wie wichtig das war für den Fortgang dieser Partie. Nochmal elterlichen Beistand sozusagen. Ein bisschen weiter drüben sitzt Dan Cahill, der sich inzwischen umgesetzt hat, weil er nicht richtig sehen konnte. Er braucht den Blickkontakt zu seinem Schützling. Und der führt 4-2. Einfach mal so. Wie gesagt, das ist unterhaltsam. Das wird ihn aber nicht in die
Top-Bereiche, Top 30 bringen, obwohl er das sicherlich vom Talent her drin hätte. Zu lang, der war aus. Der Vorteil bei diesen sehr, sehr harten Grundlinienschlägen von Illy ist, dass die Markierung auf dem Boden ziemlich deutlich zu sehen ist. Matchball Leighton Hewitt. Eine Stunde 14 exakt gespielt. Rafter hat das auch mal probiert mit dem zerrissenen Hemd, hat es nicht geschafft. Nächster Matchball. Der ist halt schwer zu bändigen, dieser Andrew Illy. Hewitt, obwohl er 5 Jahre jünger ist, schon wesentlich weiter. Thank you.
Zuschauer, die wollen mehr von dem sehen. Ist ja auch einer, der Kontakt aufnimmt zu den Fans, der immer wieder ein Späßchen parat hat. Aber wie gesagt, das geht oft zu Lasten seines eigenen Spiels. So, jetzt gibt es erstmal neue Bälle. Für ihn sicherlich auch kein Nachteil. Zeigt er an, 3-5. Doppelfehler, der dritte. Eine Geschichte, die sich immer wiederholt. Glänzendes Break zuvor, ohne Chance Hewitt. Und jetzt, ohne dass er überhaupt was gemacht hat, hat er drei weitere Matchbälle. Bloß kein Doppelfehler jetzt. Das wäre ein ziemlich dünnes Ende. Der Linie. Oh, da hat er Glück gehabt, sagt er auch. Den hat er nicht voll getroffen. Entschuldigt sich. Aber Hewitt hat gar nicht hingeschaut. Nochmal ein Matchball. 80 Minuten gespielt. Wenn man ihn nur beobachtet, das ist schon eine Type, dieser Andrew Ely. Das ist Achterbahn-Tennis mit ihm. Mal ganz oben, dann geht es aber wirklich im Sturzflug runter. Und jetzt hat er wieder eine richtig gute Phase. Nee. Also ich behaupte, es gibt weltweit keinen Spieler, der bekanntermaßen, das wissen alle Profis, eine solche Streuung hat zwischen Weltklasse-Tennis und ganz, ganz unnötigen Fehlern. Also Hewitt findet das ganz und gar nicht lustig, das ist klar. Er probiert's und er trifft. Und das ist ja nicht immer so bei ihm, mit seinen 43 Fehlern bisher. Aber er ist wieder dran, auf 4-5. Aber man wird, liebe Zuschauer, das Gefühl einfach nicht los, dass der Ely eigentlich hier gar nicht gewinnen kann. Das nächste Spiel ist schon wichtig.
auch die ersten Punkte gleich, wie er da reinkommt, ob er sich einigermaßen im Zaum hält. Klar spielt er hier so auf, als habe er nicht zu verlieren. Hat er ja auch nicht. Aber das Dumme an der Sache ist, wahrscheinlich weiß er gar nicht, was für eine Chance er hier hat. Denn Hewitt, der spielt nichts Besonderes an diesem Tag. Schauen Sie sich das an. Bisschen Slapstick. Und bei der Rückhand, da hebt er sehr, sehr häufig. Sie müssen mal auf das linke Bein schauen. Das war das Modell Ballerina. Das auch. Das sind tolle Studien, die wir hier angeboten bekommen. Da legt er sich auf den Hosenboden, ruckzuck wieder oben. Also man kann ihn eigentlich nur beobachten und schon findet man alles, was man so braucht, um sich einigermaßen zu unterhalten. Das Zeichen ist bekannt bei beiden. Also, was passiert jetzt? Ja, gibt teilweise Standing Ovations hier für Andrew Illy. Und der genießt das natürlich. Und Leighton Hewitt, der wird sich jetzt ganz lange konzentrieren. Er wird versuchen, den ersten zu platzieren, aufzubauen. Und er wird hoffen, dass noch ein paar Fehler von Illy dazukommen. Gibt's gar nicht, den Schlag. Hat er kaum ausgeholt. Das war fast drüber geschubst, aber mit welchem Tempo? Schauen Sie sich das an. Der stoppt die Ausholbewegung vorne. Da könnte man ein Lehrbuch schreiben über nicht lehrbuchgemäße Schläge. Das zu fassen. Ist doch klar, der spürt auch, dass die Leute ganz klar hier auf der Seite von Illy sind. Er, der sich auch die Sympathien erst erkämpfen musste, gerade beim einheimischen Publikum, ich habe das erzählt, hat sich ab und an daneben benommen, hat auch schon viele Strafen kassiert, weil er verbal ein bisschen daneben lag. Er genießt jetzt die Show. Das ist für die Verhältnisse eines Leighton Hewitt ein Schlag, bei dem er sich normalerweise die Augen verbinden lässt. Aber was ist schon normal in diesem Spiel? Drei Breakchancen für Andrew Illy.
Der saß ganz genau. Volles Risiko. Wenn er den nicht richtig platziert und Hewitt da noch drankommt, dann ist das ganze Feld offen. Der Typ ist Wahnsinn. Der macht jetzt so viel Spaß und die Zuschauer, es sind jetzt auch noch ein paar von der Anlage hier rübergekommen, die Zuschauer, die wollen ihn jetzt siegen sehen, zumindest in diesem Satz. Der macht hier jetzt seine Show. Die Frage ist nur, wie weit kann er dabei die Konzentration behalten? Denn er spielt ja auch gutes Tennis, ist ja keine Frage. Der Kragen hier unten. Immer häufiger der Blick. Spricht sogar mit seinem Coach. Sie sehen das. Das einzige Problem, was Illy momentan hat, ist mit seinem obersten Knopf. Zu monieren und ich meine auch, der wäre aus gewesen. Is that your mark? Is this your mark? Ja, Steve Ulrich hatte den Linienrichter gefragt, ob das der Abdruck ist, der aber sagte, ich habe nichts gesehen, aber er war aus, das sehen wir hier eindeutig. Das war Hewitts gutes Recht. So, jetzt noch mal ein paar Reparaturarbeiten am Schläger. Kommt jetzt langsam aber sicher zurück. Spannendes Spiel jetzt. Oh.
der geht nicht. Natürlich auch Pech für Illy. Zweimal touchierte da ein Grundschlag von Hewitt den Netzkante und er sagt sich auch, also Gott sei Dank hat der Gegner da drüben ab und zu mal etwas vor, was eigentlich gar nicht geht. Aufschlag 6-5 Illy. Ich nehme an, dass er es weiß, aber vielleicht sollte ihm noch mal jemand sagen, dass es hier ums Viertelfinale in Hamburg geht. Da war der Blick zu Günter Bosch. Auch eine kleine Marotte von ihm. Häufiges Wechseln dieses schweißabweisenden Griffbandes. Das hat früher Vitas Gerolaitis, Freund und Dauerrivale von Björn Borg zu Wimbledon-Zeiten, ständig praktiziert. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses weiße Griffband, das er fast bei jedem Wechsel ausgewechselt hat. War zwar eine andere Qualität wie das heutige, aber das ist ja allein schon Stress pur. Übrigens, Hewitt hat immer den gleichen Ablauf wie so viele Profis beim Wechsel. Und Sie hören da, das sind einige Worte, die mit F beginnen und die nicht gerade von Glückseligkeit zeugen. Also Hewitt auch einer, der sich immer an ein ganz spezielles Ritual hält. So, was kann Illy jetzt machen? Das ist die große Frage. Unter Druck ist Hewitt. Das ist eine ganz neue Situation. Der hatte ja klar geführt, sah wie der sichere Sieger aus. Und plötzlich unterliefen ihm hier nicht mehr so viele Fehler. Der hat in den letzten 5 Spielen 4 diese sogenannten Unforced Errors gemacht. Das war zuvor doch wesentlich häufiger. Und schon ist er im Spiel. So, wer kriegt seine Nerven besser in den Griff? Tiebreak oder dritter Satz? Rückhand über Kopf.
spielt er wie einen normalen Schmetterball. Der sitzt. So, zwei Punkte trennen ihn noch vom Satzgewinn, den Andrew Illy. Grandiose Vorhand. Ganz schnörkellos. Direkt nach hinten geführt, den Schläger direkt durchgezogen. Ja, mehr Winner bei ihm ist klar, aber nun auch mehr als doppelt so viel Fehler als der Gegner. Man ist oft der Reagierende bei ihm. Sicher, der jetzt spielt. Und Hewitt hatte gekämpft, sich gut gewehrt, aber es kommt eben da nicht der notwendige Druck. Ich bin gespannt, spielt sich Illy hier in einen Rausch? Wie gesagt, er hat das Potenzial, er hat nur ein Problem, das ist die Konstanz. Die hat er normalerweise nicht im Verlauf eines Matches, schon gar nicht im Verlauf einer Turnierwoche. Aber jede Serie reißt mal. Jetzt hat er erst einmal Satzball. Und die Chancen steigen. Das wird ein Zitteraufschlag bei Hewitt. Sehr gut. Und glauben Sie mir, das, was er da von sich lässt, das ist nicht stubenrein. Der ist bedient, aber richtig. Satzball abgewehrt. Somit also die denkbar knappste Entscheidung in diesem zweiten Durchgang. Inzwischen schon 1:42 gespielt. So, wir haben beide im Tiebreak in dieser Saison agiert, also Illy häufiger und dadurch auch erfolgreicher. Thank you.
Zeit. Hat eigentlich nur 20 Sekunden. Ganz still jetzt in der Halle. Probiert's und er trifft. Gut herausgespielt, mit Risiko. Aber ich finde, ein kleiner Unterschied ist zu erkennen. Er legt ein wenig mehr Spin in seine Schläge und das bringt er dann auch Sicherheit. Den die Linie entlang, den kann er und muss er gegen Hewitt immer wieder probieren. Klar, er muss ein bisschen Risiko nehmen. Da sehen wir deutlich, wer der Aktivere ist. Guter Aufschlag. Könnte der entscheidende Punkt gewesen sein. Eigentlich Vorteile bei Illy, der wieder nicht nachrückt nach dem einem guten Rückhandcross. Da macht er sich eh einige Chancen kaputt, aber wie gesagt, im Training macht er das ab und an, aber im Match, das ist eine andere Nummer. Schauen Sie sich an, was er da für einen Speed entwickelt. Das ist sensationell. Die Auf- und Abs in fast jedem Spiel, in jedem Satz, in jedem Match. Tja, jeder Woche, eigentlich immer bei Illy. Wird noch einmal servieren. Gemacht. Immer wieder dieses Seitenzupfen, dieses nervöse, hektische. Normalen Flugball, sondern er spielt ihn überrissen, diesen vorletzten Volley. Und das führt dann eben dazu, dass ein Hewitt, der immer an seine Chance glaubt, dranbleibt und weitere vier Matchbälle hat.
Ich habe es erwähnt, eigentlich kann Ili diese Partie nicht gewinnen, aber er hat sie im zweiten Satz well played. Made, sagt er da. Eigentlich hat im zweiten Satz wirklich das Ding interessant gemacht, ausgeglichen gestaltet und er lässt sich jetzt feiern. Der Applaus gilt Andrew Ili, der eben die Hände hochnahm, als hätte er hier diese Partie gewonnen. Und er ist sicherlich auch ein bisschen stolz, vielleicht auch Günther Bosch. Denn noch einmal, das ist ein Self-Made-Man. Der bucht jeden Flug selbst. Der muss alles selber bezahlen, hat quasi keine Sponsoren, bekommt zwar Schläger. Muss sich eben um alles selber kümmern. Günther Bosch hilft ihm ein bisschen dabei. Das ist schon eine andere Liga, in der er spielt im Vergleich zu Hewitt. Und der Abgang des Andrew Ili, so laut war es fast heute, na bei Kiwi vielleicht, am ganzen Tag nicht. Es gibt Standing Ovations für den Mann, der uns so wunderbar unterhalten hat. Autogramme gibt er auch, Hewitt geht durch und das sagt eigentlich alles über diese Partie. Also, 51 Fehler hat er gemacht, aber jede Menge Spaß, nur ich habe es angedeutet, so spielt dieser Andrew Ili eben und das will er in den nächsten Wochen in den Griff kriegen und damit gebe ich ab ins Studio. Ja, Leighton Hewitt steht im Viertelfinale, er ist angefressen, er gibt kein Interview, er geht in die Kabine, ist ein bisschen angezickt.